Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Ja, heute geht es um das Thema Messer. Wolfgang hat neue Messer rausgebracht und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Hat es bei uns endlich geschneit. Ja, nach langem Hin und Her hat sich der Winter doch entschieden, mal einzukehren bei uns. Und mich freut es richtig. Es ist so geil. Ich liebe es absolut. Den Schnee, die Winterzeit, die Kälte macht absolut Spaß. Auch wenn ich eine extreme Frostbeule bin und immer wieder, jede Nacht, die ich draußen verbringe, an den Füßen friere, liebe ich es doch. Es macht einfach so extrem Spaß, im Schnee herumzustapfen und die Natur einfach mal ein bisschen anders zu erleben. Ja, kommen wir, wie gesagt, zum heutigen Thema. Wie in der Einleitung schon erwähnt, gibt es heute die neuen Messer von Wolfgangs und zwar in verschiedensten Ausführungen. Hier habe ich auch noch ein orangenes und noch ein olives. Und zwar hat mir Wolfgangs wieder diese Messer zur Verfügung gestellt. Da handelt es sich hierbei um die Wolfgangs W-Messerart. Ja. W-Scandi, W-Flat. Ähnlich wie mein Mambullo. Im Prinzip einfach nur die günstigere Variante. Bedeutet für jeden, der sich kein Mambullo leisten kann, kein Mambullo leisten möchte, gibt es jetzt hier statt der fast 100 Euro Version fast baugleiche Möglichkeit für knapp 40 Euro. Was ihr dafür bekommt, das schauen wir uns natürlich gleich an. Aber jetzt erstmal zu den Messern, die möchten wir jetzt natürlich kurz nochmal vorstellen. Was habe ich hier? Ich habe hier ein W-Scandi, sieht man auch schön an der Klingenform Scandi-Schliff. Im Prinzip müsste ich das so vorstellen, das W-Scandi, das W-Flat, ist im Prinzip die Messerschneide, der Stahl, wie er geformt ist, ist im Prinzip genau dasselbe wie beim Mambullo, nur dass ihr halt keinen D2-Stahl, sondern wieder den 440er Carbon-Stahl habt. Dazu bekommt ihr eine Kydex-Scheide, wieder mit der Möglichkeit hier verschiedenste Sachen anzubringen, wie eben auch den Feuerstahlerhalter. Und hier hinten auch nochmal mit der Schlaufe, damit das Messer nicht rausrutschen kann. Ja, das machen wir jetzt hier mal zu. So. Und da merkt man, da geht gar nichts raus. Das bleibt fest drinnen. Hier hinten habt ihr dann wieder den Beltloop. Ja, den könnt ihr euch da wieder um den Gürtel schnallen. Ich habe jetzt heute hier leider keinen Gürtel oben auf der Hose, aber das wäre auf jeden Fall möglich, wieder mit Beltloop. Alle Versionen, die ich hier heute vorstelle, sind im Prinzip fast die gleichen, ja, nur andere Variante und andere Möglichkeit, das anzubringen. Was jetzt hier neu ist, ist auch, dass ihr endlich die Möglichkeit habt, euch dieses Produkt selbst herzustellen. Und das geht mit dem Baukastensystem von Wolfgangs. Das haben sie jetzt endlich rausgebracht für das W1, W2 und W3. Ja, hier habe ich alle möglichen nochmal in der Hand. Und da könnt ihr euch das dann selbst zusammenstellen. Sprich, ihr könnt euch eine eigene Kydex-Scheide wählen, ihr könnt euch eine eigene Grifffarbe aussuchen. Der Stahl selbst bleibt natürlich der gleiche, wie immer der 440er Carbon-Stahl, aber natürlich mit durchgehendem Stahl. Bedeutet im Endeffekt wieder Full Tang. Ja. Hier habt ihr auch nochmal die Flat-Version, ja, das heißt Flachschliff. Und nochmal ganz cool in der Stonewash-Optik. Das heißt, hier wirklich alles komplett schwarz. Wer es persönlich mag, ist das natürlich echt cool. Ja. Trägt sich natürlich super, ergonomischen TPE-Griff haben wir wie immer, wieder mit der Wolfgangs typischen Riffelung. Ja. Was super ist, ihr habt wieder hier die Form, wo ihr den Zeigefinger reingehen könnt, hier hinten wieder den Steg, damit ihr nicht abrutschen könnt und hier hinten habt ihr dann wieder die Daumenkerbe bzw. zum Abschaben von etwaigen Materialien. Hier unten, falls man es sieht, ich weiß, ich habe jetzt leider die GoPro, das heißt, das wird wahrscheinlich leider nicht so scharf stellen. Hier unten habt ihr dann wieder die Möglichkeit, einen Feuerstahl anzureißen oder, wer es lieber mag, hinten wieder die angeschliffene Kante. Ja, ist natürlich beides möglich. Ich mag es persönlich in beiden Varianten, aber es ist natürlich schon super, wenn man das auch mit diesem kleinen
Griffstück auch anschneifen kann, die Funken schlagen kann. Ja, hier habt ihr wieder die W-typische Form. Ja, das ist auch das Flat. Das ist jetzt hier, wie gesagt, das Baukastensystem mit verschiedensten Ausführungen. Alles aber dieselbe Art, das heißt dieselbe Kitex-Scheide, selbe Griffform, TPE und durchgehenden Stahl. Mich würde es wieder wie immer interessieren, wie ihr das seht, was sagt ihr zu den Wolfgangsmessern bzw. zu diesen Ausführungen, die sind ja jetzt frisch draußen. Mich würde es echt freuen, wenn ihr da mal reinschaut bzw. meinen Rabattcode nutzt, damit ihr auch natürlich was sparen könnt. NA10 verlinke ich nochmal hier unten und unten in der Videobeschreibung. Ja, könnt ihr nochmal 10% aufs ganze Sortiment sparen. Im Prinzip, was mich interessieren würde, gefallen euch die Messer generell? Wenn ja, habt ihr sowas in Verwendung und was kann man damit alles anstellen? A konform, das heißt, da kann euch auch überhaupt gar nichts passieren. Auch in Deutschland wieder möglich. Trageerlaubnis ist da, auf jeden Fall ganz cool. Ja, was kann man noch zu den Messern sagen? Im Prinzip wirklich sehr, sehr cool wieder sehr lässig. Gefällt mir äußerst gut, die vier Varianten. Alle finde ich irgendwie cool. Mir persönlich gefällt sogar am besten das hier. Einfach für, ja, ich sag mal, alltägliche Arbeiten ist es natürlich sehr, sehr nützlich, weil wenn ihr das mal in den Schnee schmeißt, findet ihr es auf jeden Fall gescheit. Durch dieses leuchtende Orange, also wie gesagt, für allgemeine Arbeiten jenseits von Bushcraft und Outdoor, ist das natürlich wirklich sehr, sehr geil. Und was mir auch persönlich am besten gefällt fast, ich glaube, das ist das hier. Na, das Scandi diesmal sogar nicht. Also ich würde fast sagen, das gefällt mir fast am besten wieder. Ja, Stonewash-Optik mit dem Flachschliff finde ich richtig geil. Schaut richtig, richtig cool aus. Schaut auch extrem, ja, so ein bisschen wild aus, ja, so rough. Das gefällt mir sehr gut, natürlich auch mit der olivgrünen Scheide dazu. Ja, was kann man dazu sagen? Das war es eigentlich auch schon fast wieder. Ausprobieren konnte ich die Messer noch kaum. Wie gesagt, das ist bei Wolfgangs immer so, dass man die Messer kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, man kann die eigentlich noch nicht wirklich testen. Aber es geht ja hier auch nicht ums Testen an sich, sondern hier um das Review, was ihr bekommt für den jeweiligen Preis. Und wenn wir schon beim Preis sind, das Ganze kommt euch auf 39,95. Das ist eine günstigere Alternative zum Ambulo. Ist natürlich auch so, dass man eben selbstverständlich beim Stahl ein bisschen spart. Ist halt nur unter Anführungszeichen der 440er, ist aber nicht so dramatisch. Ja, für allgemeine Arbeiten und allgemeines Outdoor-Leben, Bushcraft, reichen die vollkommen aus. Ja, also da wird euch nichts passieren. Und ja, ja, dann war es das auch schon wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein recht kurzes Video. Aber ich wünsche euch natürlich alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da unten und einen Daumen hoch. Wir werden uns auf jeden Fall das nächste Mal wiedersehen. Bin gespannt, wann das nächste Messer-Review kommt. Aber im Prinzip, ja, war es das aus meiner Sicht jetzt mal fürs Erste. Ich werde jetzt ein bisschen noch den Schnee genießen, meinen Tee genießen, den ich da schon schön aufgesetzt habe. Auf den freue ich mich jetzt natürlich schon. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Stay addicted. Bis zum nächsten Mal. Ciao.